Zitronenrolle. Herzlich willkommen im Team und damit herzlich willkommen zurück zur Pokémon Weiß Catch the Point Lock. Ja, ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Osterfest gehabt in der vergangenen Woche und wir sind beim letzten Mal damit stehen geblieben, dass wir uns hier unser Landhorn gefangen haben. Warte mal, ich soll kurz das Mikrofon ein bisschen anders machen, das nervt mich ein bisschen. So, wir haben unser Landhorn gefangen und im letzten Part habe ich noch keinen richtigen Namen dafür gefunden gehabt und deswegen haben wir jetzt den Part damit begonnen, dass ich das Landhorn benannt habe. Und zwar Zitronenrolle heißt es jetzt. Und bevor ich mich irgendwie bewege, ja, deswegen gucke ich jetzt auch noch gar nichts nach oder so, wir haben für diese Folge natürlich wieder eine Aufgabe und die besagt, dass wir keine doppelten Primärtypen im Team haben dürfen. Die Regel ist ganz klar, also wir haben hier Slush und Zitronenrolle, die natürlich beide vom Typ Wasser sind, ne? Hier Primärtyp Wasser haben wir hier beide. Ach, guck mal, Voltabsorber. Ich glaube, ich hätte lieber H2O-Absorber, weil ich glaube, Wasser ist doch ein bisschen häufiger als Voltabsorber. Als Elektro, aber Voltabsorber ist auch super. Also grundsätzlich so eine Immunitätsfähigkeit zu haben, ist grundsätzlich immer extrem geil. Also, wir haben jetzt natürlich zwei gleiche Primärtypen im Team. Also zweimal Wasser. Die Regel sagt aber eindeutig, dass ich noch quasi, bevor ich in den ersten Kampf reinrenne, die Chance habe, das jetzt zu ändern, weil ich ja im Zweifel gar nicht die Möglichkeit hatte, quasi mich darauf vorzubereiten. Und deswegen, ich glaube, so, wenn ich mich recht erinnere, über mir befindet sich ein Gras. Deswegen hoffen wir mal, dass wir da jetzt durchkommen. Ich hätte diese drei Punkte nämlich gerne. Und lass uns mal losrennen. Und zwar... Okay, gut, wir sind durch. Es war sehr unwahrscheinlich, dass wir da ein Pokémon antreffen, gebe ich zu. Aber trotzdem, wenn er jetzt zum Kampf gekommen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Dann hätte ich nämlich die drei Punkte nicht bekommen. So, wunderschön. Alles klar. Dann können wir einmal kurz die Pokémon heilen. Und da müssen wir jetzt natürlich Slush Zitronenrolle raussetzen. Gut. Ich werde jetzt sowieso erstmal trainieren, weil der nächste Schritt wäre, in die Arena zu gehen. Und bis dahin hätte ich doch noch gerne ein bisschen trainiert. So, wie sieht's denn aus? Was kannst du denn eigentlich? Superschall, Donnerwelle, Dreschschläge und Aquaknarre. Ich glaube, einiges davon haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wesen locker sagt mir jetzt gerade gar nichts, ehrlich gesagt. Ich werde erstmal... ich glaube, ich werde erstmal Zitronenrolle rauslegen. Nur fürs Training jetzt, weil ich ja keine doppelten Primärtypen drin haben darf. Und warte mal, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich nehme nochmal Habitak mit rein. So, das hier ist Skunktank. Nee, Skunkapu, das lasse ich nochmal draußen auf der Box. Und Kindwurm auch. Okay, gut, dann würde ich sagen, trainieren wir jetzt ein bisschen, damit wir gleich gerüstet sind für die Arena. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt nach dem Training. Wenn ihr auf die Uhrzeit schaut, seht ihr, dass es auch ein anderer Tag ist tatsächlich. Das Training hat sehr, sehr lange gedauert. Über eine Stunde habe ich trainiert. Aber jetzt bin ich dann endlich durch. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, mit Pudding einmal und auf der anderen Seite mit Zitronenrolle die Arena zu bestreiten. Weil ich glaube, dass die beiden das beste Duo sind. Pudding hat Gift, Schlafen, Schlammbart ist auch sehr stark und Landhorn hält extrem viel aus und kann sehr, sehr gut austeilen mit Aquaknarre. Hat zur Not auch noch die Donnerwelle. Also wir haben hier drei Möglichkeiten quasi ein Statusproblem zu verursachen und noch den Konfusstrahl. Also ich glaube, mit Pudding und Landhorn bin ich da echt ganz gut bedient. Und ich glaube, ich setze Landhorn sogar nach vorne. Einfach um mal zu zeigen, was Landhorn kann. Das ist echt nicht schlecht. Also ich habe beim Training gesehen, dass die... wie zu kämpfen. Ah, okay. Okay, also der wird hoffentlich nicht so schwierig sein. Was hast du denn? Drei Pokémon. Dann sind sie wahrscheinlich nicht so hoch vom Level. Ein Quiekel, das ist okay.
I guess. Ah, ich habe vergessen, die Animation anzuschalten. Aber gut, dann ist es gut, dass wir das quasi jetzt hier bei N haben und nicht dann in der Arena. Kaum mal, okay. Ja, pff, alter Aquaknarrer, oder? Also ich meine, gut, die sind jetzt halt Level 13. Machen jetzt halt auch nicht so viel Damage wahrscheinlich. Aber wir kriegen noch gar keinen Schaden. Also, bisher hat noch gar keinen Angriff. Und Dicta. Ja, okay. Dann wird es wahrscheinlich sogar, dann wird es wahrscheinlich sogar außer wir treffen jetzt nicht? Doch, wir treffen. Ja, easy. Okay. Warte, N ist ein wichtiger Trainer. Das heißt, wir haben kein Item benutzt. Das heißt, es gab jetzt 4 Punkte. Nice. Nice. 4 Punkte für uns. Okay. Dann gehe ich jetzt doch nochmal zurück. Kein. Und ganz wichtig, die, ich habe gerade kurz auf die Uhr geguckt. Die Animation müssen wir wieder anmachen. So. Alright. Ach, da kommt man nicht durch. Ach, das ist ja frech. Aber hier kommt man durch. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Let's go. So, Pokémon Arena, da kommt man über die Treppe hinten ins Museum. Ah, okay, ich muss hier durch. Okay. Lol, das ist ein Dragoran, oder? Das sieht aus wie ein Dragoran. Ja klar, das Horn auf dem Kopf, das ist ein Dragoran. Voll geil. Gefällt mir. So. Aber du musst mir jetzt keine komplette Führung geben. Ich will eigentlich nur in die Arena. Aha. Okay, let's go. So, ich bin mal gespannt, was das für ein Typ ist. Wir sind eigentlich ganz gut drauf vorbereitet. Am besten wäre natürlich irgendwie sowas Pflanze-Feuermäßiges, sage ich mal. Boden, Gestein wäre auch gut. Fee gibt's ja hier noch gar nicht. Ja, was wär schlecht. Stahl wäre schlecht. Aber ansonsten, gucken wir mal. Gucken wir mal, was es wird. So, was hast du denn für Pokémon? Du bist Technician Kate und du hast einen Klick. Nein. Hä, hey, warte mal, hatte ich das nicht schon mal? Ich habe doch schon mal gesagt, Stahl wäre jetzt nicht so gut, oder? Ja gut, versuchen wir es mal im Pudding, würde ich sagen. Was kann schon schief gehen? Außer da kommt jetzt ein Stahl-Pokémon. Oder so. Stahl-Pokémon wäre nicht so gut. Stahl-Pokémon wäre richtig schlecht. Ich habe auch keinen Kampf oder sowas. Kein Boden, nix. Tarnhe, natürlich kommt ein Stahl. Natürlich kommt ein Stahl-Pokémon. Ich habe irgendwie gerade ein Déjà-vu. Okay, aber Landhorn kommt damit eigentlich ganz gut klar, glaube ich. Also, hoffe ich jetzt einfach mal. Jo, nein, Crit, Landhorn! Warum? Ha, Voltabsorber. Warum? Das kostet uns einen Punkt. Das Ding wäre wahrscheinlich sowieso mit einem Two-Shot down gewesen. Ach, Mann. So, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wobei, es macht keinen Unterschied tatsächlich, aber dadurch, dass die Regel ja nicht lautet, dass du nur 2 Pokémon einsetzen darfst, sondern dass du nur 2 Pokémon im Team hast, darf ich jetzt easy zurückgehen und einfach Pudding ersetzen durch ein anderes Pokémon. So, ich habe jetzt die Pokémon geheilt, ich habe mich jetzt aber dann doch dagegen entschieden, Pudding auszutauschen, weil die Alternativen einfach nicht gut genug sind, sage ich mal. Und Pudding hat immerhin noch Möglichkeiten wie Gerna zum Beispiel, den Gegner halt einzuschläfern dann, und halt gute Verteidigungswerte, dann könnte man da auch noch irgendwie was mitmachen. Ich habe keine Ahnung, wovon dieses Arena-Rätsel hier handelt. Keine Ahnung, ich klicke mich hier nur durch, bekämpfe alle Trainer und gut ist. Gladiantri. Und Cesurio hätte ich auch gerne. Also ein Gladiantri dann quasi. Erstmal und dann später Cesurio. So, Level 17. Gehen wir direkt auf die Aquaknarre. X-Abwehr, das ist okay.
Ich meine, ganz ehrlich, Pudding macht sowieso quasi keinen Schaden. Ja, okay, Volltechnik. Das ist okay. Warte, darf ich jetzt schon nicht mehr das... Wobei, dann ist es eigentlich egal, ne? Wir haben immer noch... Na ja, ich hab's verstanden. Wir haben immer noch Dreschflegel. Ist zwar nicht sehr effektiv und wird wahrscheinlich auch nicht viel Schaden machen, aber für den 1 KP, den das Ding noch hatte, hat es halt gereicht. So. Okay, let's go. Ich hab, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, was die... Du hast 3 Pokémon, okay. Ein Tarnheel. Level 15, okay. Also quasi 3-mal Level 15 anstatt 1-mal Level 17, na gut. Wie viel Schaden macht die Aquaknarre? Genug. Und der Bodycheck macht längst nicht so viel wie... Wie er müsste, um quasi Zitronenrolle gefährlich zu werden. Nochmal Tanja, okay. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich war irgendwie gerade in Gedanken, weil ich habe nämlich gerade überlegt, wir kommen jetzt ja wahrscheinlich noch auf Level 20 mit Zitronenrolle. Ich glaube, ich werde dann sogar bis kurz vor 21 trainieren. Genau, 20 ist ja genau das Level Cap vom Arena-Leiter. Oh ja, nochmal gut. Alter. Krass. Schicke Spezialverteidigung und Angriffswerte. Nicht schlecht. Funkensprung. Eine Attacke vergessen. Warte mal, Funkensprung ist aber physisch, ne? Da haben wir nicht ganz so viel, der das Ziel paralysieren kann, aber es wäre eine ganz gute. Es wäre eine ganz gute Elektroattacke eigentlich. Es ist halt auch Stab, ne? Kostet mich im Zweifel Punkte. Aber was soll ich mit Dreschflegel, ganz ehrlich? Und wenn es ein Boden-Pokémon ist, habe ich immer noch Wasser. Also, da muss ich dann halt einfach hoffen, dass Funkensprung nicht paralysiert. Ich weiß gar nicht, wie hoch dann die Chance zum Paralysieren ist. Noch ein Klick. Okay. Let's go. Wuhu! Let's go, Zitronenrolle. Ach, wie geil. Anton ist echt cool. Hier ist jetzt der Volt-Absorber tatsächlich besser als der H2O-Absorber. So, und ich glaube, wir sind jetzt bei 17 Minuten. Ich werde jetzt noch ein bisschen trainieren. Und zwar so, dass Lanturn auf Level 21 kommt. Ganz kurz vor Level 21 steht. Meine ich. Da muss ich aufpassen unbedingt, dass ich nicht zu hoch gehe. Aber ja, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt das Training und im nächsten Part sehen wir uns dann bei dem Arena-Leiter wieder und dann klatschen wir den hoffentlich um. Halt, stopp. Liebe Vergangenheits-Pancave, du hast schon wieder etwas vergessen, und zwar deine Aufgabe. Die hast du zwar dieses Mal am Anfang sehr schön anmoderiert quasi, aber du hast jetzt am Ende gar nicht mehr gesagt, ob du die jetzt bestanden hast oder nicht. Deswegen muss ich das jetzt aber für dich übernehmen. Ja, du hast die Aufgabe bestanden. Wuhu! Wer hätte das gedacht? Damit gibt es dann also plus 3 Punkte auf unser Konto. Wunderschön. Und das war's von mir. Jetzt schalte ich wieder zurück zum Vergangenheits-Pancave. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis morgen. Nee, bis gleich. Ciao.